herzlich willkommen zum neuen Handelstag, der uns wieder mit positiven Kursen empfängt. Der Markt startet jenseits der 6200, 6230 und das ist die wichtige Marke, die es zu erreichen galt. Wichtiges Bollwerk 6200, 6250. Noch ist der Bulle nicht geschlagen, lassen sich nicht irritieren. Der Markt ist nach wie vor sehr stark und wenn dieses Bollwerk genommen wird, ist durchaus 63, 64, 6450 drin. Viele warten jetzt auf diesen Dreh nach unten. Noch sind die Bullen nicht tot. Wir warten ja auch drauf und sagen, okay, das geht runter, nur das sehen viele. Und wenn es dann mal kurz wie gestern auch erste Abverkäufe gibt von Hektischen, die sagen, oh, jetzt bricht's, Ruhe bewahren. Noch ist nichts passiert, noch ist nichts gebrochen. Wir haben schon vor zwei Tagen die erste kleine Absicherung reingenommen, nur damit wir nicht überrascht waren, eine Notabsicherung. Das ist noch nicht die große Absicherungswelle. Da warten wir schön ab, bis sich klare Signale ergeben. Die ergeben sich entweder unterhalb von 6000 Punkten, dann ist ganz klar, okay, jetzt müssen wir uns wetterfest machen. Oder wenn sich hier in dem Bereich 6200, 6400 klare Drehtendenzen aus der Charttechnik ergeben. Aber das werden wir hier wirklich alle paar Stunden verfolgen und im Auge haben, was hier passiert und rechtzeitig Alarm schlagen, wenn wir unsere Absicherung hochfahren. Die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe kamen gestern rein, 399.000, deutlich mehr als erwartet, man hatte 375.000 gerechnet. Die US-Einzelhandelsumsätze unter den Erwartungen 0,1% plus, erwartet waren 0,3%, hätte man die Autos rausgerechnet, wären es sogar eine Schrumpfung von 0,2% gewesen, auch hier hat man mit einer Steigerung gerechnet. Das US-Haushaltsdefizit wurde vermeldet mit 86 Milliarden US-Dollar, nicht im Jahr, sondern im Monat. Das ist deutlich mehr als das, was wir hier in Europa gewohnt sind, aber das interessiert momentan keinen. Europa ist das große Thema. Die Commerzbank hat sich geäußert und die möchten ohne Staatshilfen auskommen. Der Abbau von Risiken wird hier vorangetrieben, also es sind Bilanzspielereien, man will die Bilanz verkürzen. Staatsanleihen wird man nicht raushauen, weil da muss man ja kein Eigenkapital für hinterlegen. Man wird andere Kredite, andere Anlageformen rausschmeißen, für die man sonst Eigenkapital bräuchte. Man möchte eigene Anleihen zurückkaufen, auch damit lässt sich heute bilanztechnisch viel spielen. Je schlechter es einem Unternehmen geht, umso billiger sind die eigenen Anleihen draußen am Markt und dann kann man die günstig zurückkaufen und das auch noch als Gewinn verbuchen. So ist heute die Buchhaltungsregelung. Des Weiteren will man stille Einlagen der Allianz umwandeln in hartes Eigenkapital. Also all das sind eigentlich ja bilanztechnische Dinge. Und na gut, wenn man damit ohne Staatshilfen auskommen will, sei es drum. Vielleicht funktioniert es ja. Am Ende wird man sogar vielleicht jetzt auf eine Kapitalerhöhung verzichten. Er sagt, das sollte vielleicht reichen, was wir da machen. Und sollten die Anforderungen der BaFin doch höher werden, dann haben wir immer noch die Möglichkeit, eine Kapitalerhöhung hinterherzusetzen. Das große Thema gestern oder in dieser Woche, die Anleiheauktionen aus Italien, aus Spanien und die sind gut gelaufen. Spaniens Anleihen gestern, die haben 10 Milliarden aufgenommen, wollten eigentlich nur 5 aufnehmen, aber es lief so gut, die Zinsen waren so niedrig, dass man gleich 10 genommen hat. Italien 8,5 Milliarden sind sauber durchgelaufen mit deutlich geringerer Rendite als in den Tagen und Wochen zuvor. Und die werden heute nochmal mit weiteren 4 Milliarden an den Markt gehen. Die werden auch problemlos weglaufen. Wie war es gewesen? Was war der Hintergrund? Klar, wir hatten gesagt, das wird problemlos laufen. Ich hatte Ihnen gesagt, ich glaube nicht, dass das in Probleme kommt. Die Vorgaben waren ausgezeichnet. Die EZB hatte den Banken im Dezember noch 500 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Die hätten auch noch mehr bereitgestellt, wenn die nur mehr wollten, die Banken nicht. Und diese 500 Milliarden hat man direkt wieder bei der EZB hinterlegt. Man hat 1% bezahlt und 0,25% bekommt man dafür. Tolles Geschäft. Aber Sicherheit und Liquidität geht vor. Und jetzt hat man für ganz kleines Geld, für wenig davon, ein paar spanische Anleihen gekauft, ein paar italienische Anleihen. Wie gesagt, 500 Milliarden hat die EZB bereitgestellt. Jetzt hat man 10 Milliarden an spanischen Anleihen und 8,5 Milliarden an italienischen Bonds gekauft. Also das ist überschaubar. Zuvor hat man die Kurse nach oben getrieben. Auch das hatte ich Ihnen schon Anfang der Woche gesagt, dass das passieren wird, dass man zunächst nochmal richtig Stimmung macht gegen Italien, gegen Spanien, an den Bondmärkten, damit die Renditen hochgehen und man möglichst dann die Anleihen billig bekommt von diesen Staaten. Und als es dann soweit war, sind alle Banken draufgesprungen, jeder wollte es haben und dadurch kamen die auch gleich wieder unter Druck. Dazu kam natürlich auch, dass die staatlichen Stellen in Spanien, in Italien deutlich Druck gemacht haben, auf ihre Banken diese Produkte zu kaufen, diese Anleihen abzunehmen. Die sagen, Freunde der Nacht,
ihr wollt von uns gestützt werden in den nächsten Monaten. Ihr braucht uns genauso. Wenn wir unsere Anleihen nicht loskriegen, seid ihr genauso im Problem. Wir haben gesehen, was bei UniCredit in den letzten Wochen los war. Und von daher hatten die Banken in Italien und Spanien natürlich ein hohes Interesse, die Anleihen ihres eigenen Staates zu kaufen, um den zu stützen, damit der sie unterstützen kann, etc. Also das war das, was jetzt hier passiert war. Und diese Anleihen kann man ja auch wunderbar bei der EZB wieder als Sicherheit hinterlegen, um sich neues Geld zu holen. Also von daher hat die EZB hier auf jeden Fall Zeit gewonnen. Ob wir damit ein Problem gelöst haben, ist ein ganz anderes Thema. Damit haben wir im Moment mal die Kuh vom Eis, dass diese erste Anleiheauktion durch ist, aufatmen an den Märkten, aber natürlich kein einziges Problem gelöst. Darauf sind wir uns hier nur einig. Mehr Geld für Griechenland, auch wenn die Banken nicht mitspielen. Dringend braucht Griechenland jetzt dieses Hilfspaket. Dieses neue Hilfspaket wird noch mehr Geld. Um die griechische Wirtschaft sieht es ja noch katastrophaler aus als bisher schon bekannt. Und die Banken sagen, naja gut, wir spielen jetzt nicht mehr groß mit, wir haben genug beigegeben, jetzt muss der Staat bei. Also die EZB soll auch auf seine Forderungen verzichten, die Staaten sollen auf ihre Forderungen verzichten, der Steuerzahler soll sich gefälligst ordentlich beteiligen und die privaten Banken mehr oder weniger doch lieber außen vor lassen. Da möchte man sich nicht so stark dran beteiligen. Und die Hedgefonds, die jetzt die Anleihen gekauft haben von den Banken, die halten sich sowieso vornehm zurück und sagen, uns vollkommen egal, uns kann nichts passieren. Société Générale warnt derweil vor einem Konjunktureinbruch in Italien von 1-2%. Klar, die großen Einsparungen, die jetzt hier vorgenommen werden, 46 Milliarden sollen es in 2012 werden, die werden natürlich auf die Konjunktur durchschlagen. Das sehen wir auch schon in Spanien, das sehen wir in Griechenland, das sehen wir in ganz Europa. Und das ist die große Gefahr für die europäische Konjunktur, und in der asiatischen läuft es auch momentan nicht besonders toll. Italiens Industrieproduktion, die hat schon mal vorgelegt, die ist schon seit Monaten im Sinkflug. Klar, hier sieht es nicht so doll aus. Die Windkraftbranche, auch die ist unter Druck, und zwar unter Konkurrenzdruck. Das war der große Hype vor einigen Jahren. Dann kommen auf so ein Thema natürlich ganz, ganz viele neue, die sagen, wow, da lässt sich Geld verdienen, ich produziere auch Windräder, und die kommen gerne aus China. Das haben wir in der Solarindustrie ebenfalls gesehen. Erst im Westen die tollen Erfindungen und die ersten Produktionsstätten für Solarzellen, und dann kommen chinesische Billigproduktionen, die das zu einem Bruchteil machen und verdrängen die europäischen Wettbewerber. Vestas, einer der größten weltweiten Windkraftanlagenhersteller aus Dänemark, streicht jetzt jede 10. Stelle, auch Gamesa unter Druck, also die europäischen Windkraftpioniere mit dem Rücken zur Wand. Die Chinesen drücken sie an selbige, und das ist jetzt ein Hauen und Stechen in der Windkraftbranche, so wie wir es bei Solar auch schon gesehen haben. Wir sind bei Cashkurs Trends schon seit vielen Monaten aus dieser Windkraft ausgestiegen, weil das heiße Thema ist durch, die heiße Phase ist durchgelaufen. Jetzt ist ein Hauen und Stechen, ein brutaler Wettbewerb, es werden nicht alle überleben, am Ende bleiben wenige große Spieler übrig, und die müssen dann mit Kernarbeit Geld verdienen. Dann kann man auch da langfristig wieder in solche Unternehmen rein. Momentan sind die out of order. Weltweit wird das iranische Öl gemieden. Da wirken die amerikanischen Embargos sehr deutlich. Japan möchte seine Ölimporte aus Iran deutlich reduzieren. Auch andere Staaten. China hat ebenfalls zurückgefahren, wobei es da unter Umständen auch in der Konjunktur liegen könnte. Und das ist für den Iran natürlich ein Problem. Denn der Iran lebt zu wesentlichen Teilen von den Ölexporten. Und wenn die massiv zurückgefahren werden, dann haben die natürlich auch wirtschaftlich noch mehr Schwierigkeiten als ohnehin schon. Also da geht der Plan wohl in die Richtung, im Iran für Unruhen zu sorgen und den Sturz von innen heraus zu beschleunigen, von außen noch mal ein bisschen Druck zu machen und zu demotivieren, aber nicht unbedingt militärisch zu agieren, sondern zu versuchen, das über eine inneriranische Aktion umzuwandeln, so wie es ebenfalls in Nordafrika ja gelaufen ist, dass die Bevölkerung selbst den Umsturz hervorruft. Mal sehen, ob das gelingt oder ob das ein Spiel mit dem Feuer ist. Aber dazu haben wir ja profunde Kenner der Szene und der Entwicklungen der Geostrategien auf Cashkurs. Und die Autoren versorgen sie ja in diesen Tagen hier mit sehr spannenden und hintergrundreichen Informationen zum Thema Iran, zum Thema Geopolitik. Also da sind momentan einige spannende Artikel schon geschrieben, beziehungsweise in der Pipeline, kann ich Ihnen nur ans Herz legen. Die wichtigste Meldung für mich, die lief heute Morgen durch. Die chinesischen Währungsreserven sinken. Das ist eine Meldung, die Sie wahrscheinlich in den Mainstream-Medien kaum wahrnehmen werden, weil das kaum jemand richtig einschätzen kann, was das bedeutet, was hier passiert. Die chinesischen Währungsreserven sinken. Und zwar seit Oktober um 90 Milliarden US-Dollar. Das ist das erste Mal seit 10 Jahren, dass sie sinken. Was sind die Hintergründe? Diese Währungsreserven entstehen einerseits durch Handelsüberschüsse. Die chinesischen Unternehmen verkaufen mehr im Ausland, als nach China importiert wird. Die Konsequenz ist, die bekommen für die verkauften Waren US-Dollar.
mit denen können sie zu Hause nichts anfangen, deshalb werden die in China dann bei der Zentralbank umgetauscht in heimische Währung und somit wächst die Währungsreserve der Zentralbank. Und das ist das, was da immer ausgewiesen wird. Das ging über 3 Billionen US-Dollar hinaus, bis in 2012 hinein, immer weiter angestiegen. Dazu kommt aber noch eine andere Quelle für diese Währungsreserven, nämlich ausländische Investitionen. Die Amerikaner beispielsweise, auch viele andere, haben über Jahre riesige Summen nach China gebracht an US-Dollar, die dort vor Ort getauscht und sich beispielsweise Hochhäuser erworben. Dadurch sind die Währungsreserven weiter angestiegen. Und ich warne seit 2 Jahren davor, dass diese chinesische Immobilienblase platzt und dann die Kapitalströme sich umkehren und die Devisenreserven sinken, weil die Amerikaner beispielsweise die Hochhäuser verkaufen, ihr Geld wieder in US-Dollar umtauschen, damit sinken die Währungsreserven und diese nach Hause holen. Und genau das passiert im Moment. Wir hören seit einigen Monaten, dass die Immobilienpreise in China auf breiter Front fallen. Ich versorge Sie hier ständig auf Cashkurs mit Informationen zu dieser Immobilienblase. Und jetzt unterstreichen auch die Währungsreserven der Chinesen genau diese Entwicklung, dass nämlich das Ausland sein Geld nach Hause holt, dass jetzt zum ersten Mal seit 10 Jahren die chinesischen Währungsreserven im Quartal gesunken sind. Und 90 Milliarden ist schon eine deutliche Größenordnung. Das sollte man beachten. Also ganz, ganz wichtig, die chinesische Immobilienblase platzt im Moment, die Investitionen aus China werden zurückgezogen, wieder in den Westen und das wird in China in den nächsten Monaten für deutliche Probleme sorgen. Heute nochmal zu den Wirtschaftsdaten, 11 Uhr EU-Handelsbilanz im November, 13 Uhr JP Morgan, 4. Quartal und um 15.55 Uhr mein Lieblingsindikator, in Anführungszeichen, Uni Michigan, die langhaarige Hausbesetzer aus der Universität Michigan erzähle uns, was die Konjunkturstimmung der amerikanischen Verbraucher macht. Und so sagt es der Rolf Behring immer. Deshalb in diesem Sinne, ich wünsche Ihnen erfolgreichen Handelstag. Machen Sie es gut und bis morgen.